wie kann ich denn als Besitzer mein Pferd zum Beispiel darauf vorbereiten, wenn ich das jetzt fliegen möchte? Genau, also Verladetraining. Und wenn das schon nicht so ganz funktioniert, kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass es im Container nicht leichter wird, sondern eher ein bisschen schwieriger. Dass halt zu Hause auf jeden Fall Hängertraining 1A funktioniert, dass die eigentlich fast von alleine reinlaufen. Das wäre halt schon mal super. An so ein bisschen Dunkelheit gewöhnen, wenn die Pferde sogar irgendwie kennen, durch Flatterband zu laufen, ist natürlich auch gut. Da das ja alles ein bisschen im Container eng wird am Kopf, dass die wirklich kennen, dunkel und eng macht mir nichts. Genau, dass man so ein Training so ein bisschen aufbaut. Was ist denn eine normale Zeit, um das Pferd zu verladen? Also wie schnell oder langsam dauert sowas? Im Bestfall, wir haben ja einen Container, da passen 3 Pferde rein. Das werden wir mit dem ersten Pferd anfangen und mit dem letzten aufhören. Wenn es zügig läuft, also müssen ja raus, das Pferd holen und dann einstallen. Dann holt meistens der Pferdebegleiter das nächste Pferd. In der Zeit machen wir ja Brustbalken vorne zu, das sind ja richtige Netze. Und bis wir dann fertig sind, sagen wir mal pro Pferd so 10 Minuten. Und dann ist so in einer halben Stunde ein Container. Und dann ist es entspannt gelaufen, dann sind auch die Pferde entspannt. Und dann kann man so mit der Zeit schon rechnen. Okay.